Hallo und willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf meinem Kanal Hero. Ich bin der Hero Kraft, aka Max, aka mit den lieben lauchigen Buben, aka Justin, aka Bubi Bubi Mann. Hallo, meine lieben Rap-Freunde. Also Leute, nur mal so eine kleine Randinfo. Justin hat mit Rap gar nichts am Hut. So, er hört das gar nicht. Er ist so richtig Trap-Musik. Spaß. Richtiger Tilo-Fan. Spaß. Spaß beiseite. Wahrscheinlich, Alter, doch nicht von dem. Ein kleiner Spaß am Rande. Leute, wir geben uns jetzt das Lied von Johnny Dixon, Mobbing Hochprofessionell Teil 2. Das kam jetzt vor ein paar Minuten runter. Ihr seht ja die Zeiten, wir haben es 18.02 Uhr und wir werden das erste Mal drauf reagieren. Und Justin ist auch mies gehypt, obwohl er gar nichts mit Rap am Hut hat. Also Justin, wie hype bist du? Ja. Ich habe eine Pizza am Ofen. Zum Beispiel, siehst du, da wisst ihr, wie hype er ist. Auf jeden Fall, Leute. Also erwartet nichts Krankes, dass wir irgendwie auf Lyric oder so richtig krasses Zeug achten, weil wir haben einfach gar keinen Plan davon. So, wir hören uns das an so und sagen unsere Meinung dazu. By the way, ich habe mir die Albumbox vorbestellt und die kommt morgen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, ist sie heute gekommen, weil das Video erst am nächsten Tag erscheint. Also beziehungsweise ist gestern Donnerstag 0 Uhr, beziehungsweise Freitag, das Album erschienen auf Spotify und überall. Also streamt das und gibt ihm Liebe auf jeden Fall. Und ich denke mal, Justin, hau mal rein, oder? Safe. Mhm. Venom Pictures. Die Stadt schläft, zieht durchs Nachtleben am Kohlefackenbrand wie Shisha-Cafés. Der Frieden passé, deutscher Rap ist nur Fotzengejammer. Liefern den Sound, der euch die Ohren und Boxen wegballert. Wie fies, nur eklige Musik, sonst fehlt jedes Motiv, zieh ich auf Negativ-OGs Kopf. Mach mal nicht auf schwarz, wenn du so ein Toastbrot bist. Justin, der disst einfach deinen Rapper weg. Justin ist so mies Negativ-OG-Fan. Mein Gott, das ist mein OG, Alter. Spaß, Leute. Also der Anfang gefällt mir schon mal mega. Ich weiß nicht, warum. Der hat irgendwie einen geilen Einstieg, oder? Ich weiß nicht, ist... Alter. Immer Kohlefackenbrand wie Shisha-Cafés. Der Frieden passé. Deutscher Rap ist nur Fotzengejammer. Liefern den Sound, der euch die Ohren und Boxen wegballert. Wie fies, nur eklige Musik, sonst fehlt jedes Motiv, zieh ich auf Negativ-OGs Kopf. Mach mal nicht auf schwarz, wenn du so ein Toastbrot bist. Wirst du noch bisschen heller, bist du fast schon durchsichtig. Ihr könnt ja Mucke machen, vielleicht kaufen Menschen die CDs. Seid nicht zu, aber werdet nur zum Scherzen aufgelegt. Johnny D ist Fighter, ich mache nix Friedliches, mein Freund. Lass nur Drachen steigen, hab ich alle sieben Dragon Balls. Was heißt für dein Abendgebet? Ich werde dich jagen, jeden Tag in dein Leben. Wenn du dir herausnimmst, meinen Namen zu erwähnen. Battle Rap ist halt ein Geben und Nehmen. Und meine Aufgabe ist es, auf die Fresse geben, deine Schaden zu nehmen. Wozu Kopfzerbrechen für Battletext, Neo? Wenn deine Fronts nicht treffen, besser ist im Octa-Battle der Schlechteste. Hast du inzwischen Texter, die dich bei deinen Liedern begleiten? Ich würde wetten, du kannst allein nicht mal an Leash richtig schreiben. Ohne Reich. Boah, süß, der erste Part fand ich halt schon extrem heftig, ne, auch die ganzen Sticheleien und die ganzen Dragon Ball, also was heißt ganzen, diese Einleihen gegen mit Dragon Ball, Alter, fühle ich irgendwie voll so, weil ich das eigentlich früher auch extrem gern geguckt habe, Alter. Ich weiß nicht, irgendwie hat das auch Vibe, so wenn man jetzt zum Beispiel die Leute kennt oder so, wie jetzt zum Beispiel Neo Unleashed oder Negativ OG, so hat das irgendwie auch einen gewissen Catch, das Lied, Alter, weil ich kenne ja auch den Teil 1 zu Mobbing Hochprofessionell 1, damals, als es noch in der JMC rauskam, bei June's Music Cypher. Ich habe das auch damals schon mies gefeiert, aber das hat auch hier irgendwie seinen eigenen Vibe. Und ich möchte auch gar nicht so viel drumherum reden, Leute. So, wir geben uns jetzt mal die Hook, Alter. Inzwischen Texter, die dich bei deinen Liedern begleiten. Ich würde wetten, du kannst allein nicht mal an Leash richtig schreiben. Ohne Reich, eure Schutz fliegt vorbei. Du Bastard, kein Kratzer auf meiner Raven. Wunden heilen mich, wenn Johnny Front schreit. Und schon bist du tot, nur zum Entertainment. Tita ist bekannt, kein Cold Case. Kripo suchen mich an alle Nords in dieser Welt. Analysiere deine Fehler so schnell. Ich betreibe Mobbing hochprofessionell. Ohne Reich, teure Shots fliegen vorbei. Du Bastard, kein Kratzer auf meiner Raven. Wunden heilen nicht, wenn Johnny Front schreibt. Und schon bist du tot, nur zum Entertainment. Schluss mit eurem Kinderscheiß. Also die Hook hat mir auch mies gefallen. Die hat auch einen gewissen Catch. Da tatsächlich, glaube ich, die Endline an der Hook. In der Hook, sorry. Tatsächlich auch inspiriert ist an den ersten Teil und das finde ich halt extrem nice. So, ich weiß nicht, Justin ist die ganze Zeit extrem ruhig. Er kann halt einfach nichts damit anfangen, aber er sagt am Ende des Reaction-Videos seine Meinung dazu. Also wie gesagt, er ist gar kein Rap-Fan, hat gar keinen Plan, er hört sich das an und denkt sich gerade so, what the fuck, wann ist meine Pizza fertig? Also nein, kleiner Spaß nebenbei so. Also Justin wird am Ende auch seine Meinung sagen. Ich habe schon, überlege gerade fürs Ende noch so ein paar Endwörter. So, also bis jetzt gefällt es mir auf jeden Fall extrem und ich freue mich auch extrem auf den zweiten Part, Alter. Wunden heilen nicht, wenn Johnny
Johnny Flam schreibt und schon bist du tot, nur zum Entertainment. Schluss mit eurem Kinderscheiß, Johnny D is back, es ist der King am Mike. Neo Disc KRB auf seinem Track namens Still Alive. Joe, ist das ein Scherz, willst du dich echt mit mir messen? Zwei, drei Zeilen von mir und du musst den Tracktitel wechseln. Sind wir da mit dir im Bodenkampf, schauen wir dich von oben an. Down ist bei dir das Syndrom in deinem Chromosomenstrand. Mein Wille, dass ich dich am Mike kille. Triffst du bald mal auf, dann herrscht mein Performance von Still Alive, live still. Einsilbige Reime A, billige Vergleiche A. Kein Diktat, auch heute lässt du Twizzy für dich schreiben. Vergiss Blut für mein Ziel, Twizzy für gute Musik. Damals war's Stifter, heute macht Twizzy, was du ihm befiehlst. Du machst mit an, sage deine Stories jetzt auf Internet, Boss. Niedlich, wenn man bedenkt, dass du mich auf Instagram blockst. Eigentlich hab ich diese Scheiße satt, Neo, aber weißt du was? Ne fucking Heizung wird dem Handumdrehen kalt gemacht. Also, der zweite Part hat mir noch mehr gefallen wegen den ganzen Lyrics, beziehungsweise den ganzen Hintergrundinformationen, sage ich mal, und dieser hauptsächlichen Disslines gegen Neo, weil ich das irgendwie fühle, ich identifiziere mich damit, weil ich und Justin hatten ja auch schon oft Differenzen, die weit hinter privaten Dingen hinausgingen, wo man sagen muss, das hat auch Grenzen überschritten, von meiner Seite und von seiner Seite wahrscheinlich. Und deswegen, ich fühle das richtig, das ist richtig gegen Justin, ich merke das richtig, kommt dann Mobbing hochprofessionell 3. Wow. Kommt zum Mobbinghof professionell Teil 3 gegen Justin Lauriger Bube, a.k.a. Spaß. Also mir gefällt es auf jeden Fall und ich lasse mir jetzt nochmal die Hook durchgehen und dann kann Justin Endwörter dazu sagen. Also mir gefällt es bis jetzt und ich werde es mir wahrscheinlich öfters geben als zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Justins Lieder. Ich betreibe Mobbing hochprofessionell. Also ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gefallen. Also Leute, wenn ich es nicht vergessen habe, findet ihr die restlichen Boxen. Ich glaube, es gibt noch wenige Boxen auf Deluxe-Boxen. Also wenn ich den Link finde, ein paar Leuchten und in die Bio, dann könnt ihr mal drauf gehen oder streamt einfach den Scheiß. Ist ja jetzt, wenn das Video raus ist, auf Spotify überall. Ich werde es wahrscheinlich auch mies pumpen. Ich bin mies gehypt auf das Lied Fam, Alter. Und also ich muss sagen, Mobbing hochprofessionell Teil 2 hat mir sehr gefallen. Hat mich auch sehr gecatcht, weder mit Schwanzlutschen, die Stars oder so. Aber Leute, gebt euch das einfach, lasst den Liebe da und Justins kannst du Endwörter sagen und auf jeden. Das Lied allgemein hat mir sehr gut gefallen. Er hat Bilder benutzt und er hat frei gesprochen. Nicht Spaß. Ja, Lied, wie gesagt, ich kann mich mit Rap überhaupt nicht auseinandersetzen. An sich, nettes Lied. Ja. Also ich muss sagen, Justin hat ein bisschen Angst, dass er weggedisst wird, deswegen diese lieben Worte. Bei Tito. Ich will mich jetzt nicht ich fühle das Lied nicht. Einfach, weil ich mich mit Rap nicht identifizieren kann, aber ansonsten sehr gutes Lied. Man hat nicht direkt immer auf Huren, also man ist nicht direkt immer auf Mutter gegangen. Dass ich persönlich sehr gut finde, aber man hat viel zu oft irgendwie den Mittelfinger gezeigt. Justin, zeigst du nicht auch oft so oft den Mittelfinger? Spaß. Auf jeden Fall, das war unsere objektive Meinung. Und ich weiß, wir sind gar keine Reaction-YouTuber oder beziehungsweise generell können wir mit Reactions eigentlich nicht viel anfangen. Das tut uns auch sehr leid. Aber wir wollten uns einfach darauf reagieren, weil es war mir sehr wichtig, so, weil ich die Musik halt mies fühle. Das heißt fühle, also ich würde jetzt nicht auf der Straße jemanden mobben oder so. Aber so, ich kann mir mit dem Lied, es ist richtig nice und es gefällt mir einfach mega. Also, Leute, geht einfach mal auf den Lied drauf so und lasst Liebe da und in dem Sinne, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert, wenn es nicht getan hat, aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Schaut in die Video schreiben, das ist alles verlinkt in dem Sinne. Haut drin, bis dann und ciao. Leute!